Oh, nicht gerade das Spannendste. Das ist ungefähr genauso spannend wie Lehm abbauen, was ich auch gleich noch machen muss. Muss ich mir nur Donald einmal für schnappen. Lass mich dahin. Das ist echt gerade. Ich hasse Angeln. Angeln ist so echt mit das lahmste überhaupt. Fange zwei Heringe. Heringe. Das verstehe ich immer nicht. Aber ich habe diese 10 Fische schon mal. Sobald ich das mit Mini auch fertig habe, kann ich auch endlich wieder gestalten. Kann die wieder frei über meine Ressourcen verfügen. Na gut, ich könnte jetzt mit Scar auch einfach weitermachen, die Story. Aber ich will uns ja auch noch ein bisschen was aufheben. Ich will das Update ja nicht komplett schon am ersten Tag durchspielen. Mir war es nur wichtig, dass ich Sky erstmal besitze. Wie gesagt, nebenbei halt die Sachen fürs Event machen. Dann kannst du auch in ESO. Ja. Ich glaube, in ESO habe ich noch nie geangelt. Ich weiß, es geht, aber ich glaube, ich habe in ESO noch nie geangelt. Beginnt das Hexenfest. Ja, ich muss nachher auch nochmal in ESO reingucken. Ich habe es tatsächlich gestern vergessen. Ich muss mich da jetzt jeden Tag mal dran erinnern, weil ich diese eine Frisur haben will. Aber das mache ich dann nach dem Stream. Mein Namensstream. Sogar blau. Nett. Boah, in 3 Millionen Jahren bin ich auch mal fertig. Das Schlimmste ist, diese Meeresfrüchte zählen halt auch nicht. Nein.
Weiß noch nicht, ob das hier der ideale Ort zum Heringe zu sammeln. Was, warum steht Mickey denn jetzt plötzlich da? Ja klar, der angelt einfach mal mit. Eine Erinnerung. Wow, ich wünschte, alle meine Freunde könnten diesen Ort hier sehen. Alle deine Freunde sind hier. Sechs Stück noch. Vier. Nein. Oh Gott. Angeln ist echt mit das Schlimmste und Langweiligste zugleich. Ich kenne auch kein Spiel, wo es ansatzweise mal Spaß macht. Oh Gott. Wie schnell wollen Sie einschlafen? Ja. Mit Heringe werden halt ein bisschen dauern. Einer noch. Heringe kriege ich halt nur durch die Kreise. Das hat nicht gezählt, ne? Ne, zählt tatsächlich nicht. Ätzend. Achso, warte mal. Hab ich denn... Ne, ich habe keinen Lachs für dich. Ich habe nur Kabeljau. Schade. Jetzt. Baue glänzende Aquamarine ab. Mhm. Okay. Glänzende Aquamarine. Gut, dass ich es gar mit hab. Das könnte ich rein theoretisch auch hier kaufen.
Ich könnte, wie gesagt, jetzt die ganze Zeit die Steine abbauen. Wenn es gar läuft, wäre schon hinterher. Muss ich hier einmal. Okay. Wo ist Ursula? Nicht da. Da oben. Ich geb dir Deckung. Vor allem, sie weiß doch gar nicht, was passiert ist. Sie war doch gar nicht da. Komm her, Fischi. Fischi? Oh, du bist es. Hervorragend. Was? Der Zauber ist schiefgelaufen und die Blume hat sich in eine Nachtdorne verwandelt? Verflucht. Es hätte funktionieren müssen. Die Macht des Tals muss die dunkle Magie dieses Ortes übertreffen. Dass nur eine Möglichkeit gäbe, sie nutzbar zu machen. Und dich hätte ich ganz vergessen. Danke für die Hilfe, mein Lieber. Jetzt geh schon. Ich muss darüber nachdenken, was als nächstes zu tun ist. Ah. So, sie hat als nächstes Level 10. Okay. Also bei denen muss ich dann überall noch warten. Die brauchen noch eine halbe Ewigkeit. Nett. Wirklich nett. No, braucht sie. Okay. Dann machen wir noch ein bisschen Hauptstory. Danach sammeln wir noch das Leben zu Ende. Geben alles ab. Dann habe ich die Scheißaufgabe auch fertig. Ich wüsste halt gerne, was hier drin ist. Erinnert mich ein bisschen an die Minen aus die 7 Zwerge. Was ich erstaunlich finde, ist halt, dass die Sachen hier halt nicht hinzugefügt werden. Da ist, glaube ich, noch ein kleiner Fehler drin. Dann nochmal hier durch.
So ein Nachthorn gibt es ja auch. Also zur Not hätte ich sogar hier noch Nachthorn gehabt. Okay, da war nichts. Sah nur so aus. Luska, komm mit. Iska will nicht mehr. Tatsächlich nicht. Alter. Also hier kann man sich echt verirren. Oh, nicht schon wieder so eine Kacklampe. Ja, wie so oft. Mit der Lampe kann ich dann so im Laden aufmachen. Ich hoffe, wir kommen hier überhaupt noch raus, wenn Scar da hinten stehen geblieben ist. Eieiei, ist das riesig. Ja, schön, Scar. Stufe 7 schon. Okay. Wenn das Wasser blockiert ist, bitte lesen. Die Nachtdornen werden immer schlimmer. Aber mach dir keine Sorgen. Ich weiß, wie man sie aufhalten kann. Ich habe etwas von meinem Rootbier auf sie verschüttet und sie sind ein wenig geschrumpft. Wenn wir mehr Rootbier brauen könnten und einige dieser Bonbons verwenden würden, um es zu schäumen zu bringen, dann werden wir sie bestimmt alle los. Ich habe alle Zutaten in der Truhe im Lager gelassen. Ich hoffe nur, dass ich alles in dieses Fass bekomme, bevor mich das Vergessen auch erwischt. Okay, soll jetzt die Zutaten suchen.
Hoch. Root Beer. Ja klar, und da vorne steht... Gar. Da kann ich nicht rüber. Oskar, du bist witzig, ne? Na gut. Und dann suche ich jetzt den Lehm. Muss ich Ska ausnahmsweise mal wegklicken. So, ne? Dich brauche ich. Lass uns abhängen. Ich kann meine Krallen in so einen Ort wie diesen hier vergraben. Ich gebe dir Deckung. Okay. Dann will ich mal eins machen. So, das kommt wieder nach da drüben. So. Hier hinten mache ich jetzt. Und das Zeug abbauen. So, Aufgaben. 200 brauche ich. Oh, 98 von 200. Also Lehm abbauen ist wirklich das Schlimmste. Ich brauche kein Geld.
Donald, ich brauche kein Geld. Ich kriege doch alles nur das Krams, was ich nicht brauche. Hundertvierundzwanzig. Alter, ich sterbe. Halleluja, ey. Man hätte die Summe ruhig ein bisschen verkürzen können. Also graben ist wirklich mit das Schlimmste. Siebzig fehlen noch. Siebzig Lehm. Ich glaube, die Entwickler müssen sich auch gedacht haben, Mensch, wie kann man Langeweile am besten vertreiben? Oder erst welche schaffen? Lass die Leute so viel sammeln, dass sie verrückt werden. 147, ja. Das ist doch durch. Vor allem, man muss sich vorstellen, das muss ja auch wieder zugebuddelt werden. Okay, 40 noch. 41 beziehungsweise. So, bei Nachtscherben. Und die nächste Bahn. Na,
Also 68. Alter Falter. Donald, du kannst ruhig großzügiger sein mit dem, was du mir hier gibst. Also ich krieg tatsächlich mehr aus dem raus, was ich hier abbaue, als was er mir gibt. Das jetzt einmal gerade durch. Hiernach bin ich froh, wenn ich die Quest nie wieder machen muss. Mein Gott, ich hab's gleich. 4 Stück noch. Gott, ich hab's. Sprich mit Mini. Wie, die ist jetzt nicht wach. Danke. Oh. So, sehr schön. Du hast alles zusammengetragen. Jetzt musst du nur noch die rustikale Turmuhr bauen und deinen Platz dafür finden. Du, mich auch. Jetzt haben wir auch die rustikale Turmuhr. Du hast eine großartige Arbeit geleistet. Die rustikale Turmuhr sieht so gut wie neu aus. Elegant, aber auch nützlich. Wenn ich sehe, wie du so viele nützliche Dinge tust, erinnert mich das an den Club der fröhlichen Freunde. Okay. Ich weiß nicht mehr genau, wer im Club war, aber ich weiß, dass wir dafür gesorgt haben, dass jeder im Dorf das bekam, was er brauchte. Wenn es den Club heute noch gäbe, würde ich dich als Präsidentin vorschlagen. Oh, bevor ich es vergesse, ich habe diese Kleidung als kleines Dankeschön für deine Arbeit gemacht. Wow. Nett, danke. Ich hoffe, sie gefällt dir.
Ich nehme sie mal so hin. Also das von dem Turmuhr. Aufgaben. Okay, von ihr gibt es jetzt auch keine weitere Aufgabe. Also ich glaube, die Freundesaufgaben kommen dann erst noch irgendwann. Oder ist es verbuggt? Die muss mich erstmal wieder bewegen. Wie gesagt, von Wally fehlt mir. Ja gut, es kann auch sein, dass Erik dafür erst da sein muss. Und ihr, es fehlt mir halt. So. Aber das hätten wir jetzt. Oh mein Gott, ich kann jetzt den weißen Lattenzaun machen. Nett. So. Kopfsteinpflaster. Möbel. Also Bad fahren bräuchte ich halt. So, die festlichen Wimpel. Die Heulbeilen. Das hier stehen wir auch einmal. Und dann dekorieren wir jetzt mal ein bisschen. Dann hätten wir das nämlich auch mal wieder. So. Weiß nicht. Ja, wie so ein Trampelfahrt. Und gut, die Kokosnüsse und sowas können ruhig da bleiben. Sollen da auch am Strand bleiben. Aber jetzt zum Beispiel die Sachen, die ich hier noch nicht hingestellt hatte. Oh Gott, schneit es gerade? Sieht so aus, als hätte es angefangen zu schneien. Ich glaube, das soll nur so Regentropfen darstellen. Oder irgendwas anderes. So, da müsste ich dann halt eigentlich noch einen Baum haben. Ich habe leider. Da ist noch ein Zitronenbaum. Okay. So.
Wunderbar. Und hier, warte mal, was habe ich denn an Bäumen? Nee. Nee. So. Dennoch Gestrüpp. Kann ich hier noch irgendwas hinstellen? So ein Fass wäre jetzt nicht so unbedingt. Sowas. Kerze. Auch nicht. Ich habe eigentlich so viel Krams. War eigentlich nichts, was da jetzt hinpassen würde. Das ist halt eher für... Ganz zu groß. Rückgängig. Wofür drin? Okay. Also nichts dafür. Passt jetzt vielleicht noch ein Gestrüpp dahin? Ja. So, ich muss einmal die Pflanzen, die da sind, entfernen. So, und einmal kurz gucken. Habe ich hier noch irgendwas? Möbel. Kisten. Herbstkranz, aber für was soll ich den Herbstkranz nehmen? Ich kann noch mal kurz gucken, ob ich was bei Dagobert kaufen kann. Was hier draußen ist. Hallo. Hm.